Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück an diesem Freitag zum Madden NFL Ultimate Team. Jawohl, wir haben das Team of the Week vor uns. Schauen wir uns natürlich jetzt erstmal an, was wir machen müssen. DJ, oh, Trey Hendrickson, fuck my life. DJ Moore had an incredible game recording 8 receptions for 230 receiving yards and 3 touchdowns against the Commanders. Schauen wir uns mal an. Das ist nicht schlecht, pass for 25 plus yards in 2 plays. Schauen wir mal. Das ist eine Challenge, die relativ machbar klingt. Mit den Bears. Oh wow. Und das ist mein Problem, was ich jetzt schon die ganze Zeit lang habe, dass ich die Connection ständig verliere. Also es ist auf jeden Fall ein EA-Problem, weil ich in keins der Spiele reinkomme. Bin aber rechts unten, wie ihr seht, angemeldet. Und kriege dann aber folgende Meldung. Vor allem, wenn ich kein Internet hätte, nachdem ich ja die Digital Version habe von der PS5, dürfte hier gar nicht in das Spiel reinkommen. Und das ist mein Problem, was ich aktuell habe mit Madden. Deswegen kann es sein, dass diese Folge vielleicht heute sogar ausfällt. Weil es ist tatsächlich Versuch Nummer 7. Und es ist ein bisschen nervig, nur dass ihr Bescheid wisst, warum heute vielleicht keine Folge kommt. Ja. Liegt leider nicht an mir diesmal. Es liegt oft an mir, aber diesmal bin ich echt schuldenfrei. Genau. Und dann kann ich mich nur noch bedanken, dass ihr dabei wart. Das erste Mal bei der Folge. Vielleicht kriege ich es noch hin heute. Wenn es bis 23 Uhr heute nicht klappt, dann war es das mit der Folge am Freitag. Dann ist das die Folge, die ihr bekommt. Und wir schauen dann einfach mal, wie es aussieht, ob wir noch ins Game reinkommen, etc. Genau, bis dahin, Joe, bleibt gesund. Wir sehen uns. So, ja. Jetzt habe ich wenigstens noch die Karten angezeigt bekommen. Yonghong Koo, Greg Stroman, Robert Spillane, Trey Hendrickson, den müssten wir halt echt schauen, dass wir den nicht kriegen. DJ Moore, Zach Moss, Zach Sila und Jonnu Smith, jetzt müssen wir mal schauen, ob wir jetzt wenigstens auch spielen können und ob es spielen immer noch nicht geht. Wir kommen zumindest rein. Ist die Frage, wie lange wir drin bleiben. Ah. Wir kommen zumindest schon mal zu den Sets. Das ist schon mal ein Vorteil. Challenges. Team of the Week. Week 5 Standouts. Und Digga, ich war noch nicht mehr in diesem Spiel drin. The fuck? Ihr macht mich fertig. So, DJ Moore. Passing, Touchdown, this drive und für 25 plus Yards passen. So. Nächster Versuch, schon mal was hinkriegen. Mit Moore. Das wäre natürlich jetzt ein tiefer Pass. Jettis oder Meyer. Ja, auch noch da. Oh Mann, fast die Interception. Der war out of reach. Okay. Komisch. Den anderen kann er nicht werfen, aber den jetzt keine Probleme. Das verstehe ich nicht. Das ist dieselbe Weite. Das war jetzt kein Ticken kürzer, kein Ticken länger. Es war genau dasselbe. Bescheid. Play next challenge. Don't lower touchdown this drive und nicht mehr erst 20 Yards. Okay. Können wir gleich mal testen, wie gut Hendrickson ist. Ist, glaube ich, sowieso das Update, was ich auf der Position haben wollte.
Müssen wir mal schauen jetzt. Kyler Murray. Natürlich ein bisschen eklig. Und hier haben wir Hendrickson. Hendrickson und Howard wäre das natürlich. Boah, stark vom Mandy Tio. Gibt den Cardinals dann nicht so viel Platz. Ja, Fumble sogar. Boah. Ja, wir müssen schauen, dass wir den kriegen. Trey Hendrickson wäre ein heftig nicer Pull für uns. Wirft ihn weg, Hubbard und Hendrickson unter ordentlichen Druck gesetzt. Net Hack. So, punte ihn weg. Na, schade. So, Scored Touchdown in 6 Plays, gained 40 plus Yards in 3 Plays. Dann kriegen wir ein 49ers Classic Jersey. Yards. Das sollte der Touchdown sein. Ja. Easy. Easy. So. Brauche ich noch ein Highlight. Das ist natürlich Bo Jackson, der da komplett frei durch ist. Genau. Perfekte Thumbnail. Zack, der läuft einfach durch, als wäre das gar nichts. Easy going, finish game. So, dann holen wir uns unser Team of the Year Token. Hey, alles geholt, oder? Token, Spieler. Für den Morgen haben einige Packs übrig. Damals Level 10. Wollte gerade sagen, da haben wir alles. Soll ich sagen? Pack öffnen, 83. Dann nehme ich tatsächlich Q. Weil. Geno ist, glaube ich, stärker, ne? Ja, 85. Aber. Nur zur Information. Ich weiß, die haben gerade wieder zurückgebaut. Wir behalten ihn einfach mal. Wie gesagt, das Ding, was er hat, ist nicht schlecht. So. Oktober gehe ich, glaube ich, noch 3 Wochen. Genau. Das heißt, wir können jetzt hier nochmal ein Pack öffnen. Season Level 5 haben wir schon erreicht. Darauf gehe ich morgen nochmal genauer ein. Team of the Week, Limiteds and Champions now in Packs. Draft Starter Pack. Hab ich irgendwas verpasst? Ich wollte eigentlich nur die 87er Plus Pack wieder haben. In Hoffnung, dass wir hier Trey Hendrickson kriegen.
Aber was ist denn das Draft Starter Pack? 4x88, Alter. Okay. Okay, ja, müssen wir schauen. Schade. Aber 100.000 ist gut. Ist besser als gar nichts. Aber Spillane braucht man natürlich nicht. Aber es sind 100.000 mehr auf dem Konto. Freut mich. Jetzt sind wir wieder rausgeflogen. Ach, leck mich doch. Das ist nervig. Aber wenigstens mal durch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sagt Ciao und V. Bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns.